und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst! Und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Ja, vielen von euch ist der Text wahrscheinlich schon bekannt. Die meisten haben ihn wahrscheinlich schon vom Kids-Treff her, kennen die Geschichte, haben sie dann nachher noch ein paar Mal gelesen. Ich hoffe jedoch, dass ich heute euch trotzdem etwas Neues mitgeben oder etwas auf den Weg mitgeben, das ihr vielleicht schon lange mal gehört habt und in der Zwischenzeit wieder ein bisschen vergessen gegangen habt und untergegangen ist. Für die, die gestern beim Hauptleiter Kleingruppenleitertreff dabei waren, geht es heute gleich weiter mit dem Thema Nachfolge. Mir ist gestern während der Vorbereitung, oder nicht während der Vorbereitung, sondern während dem Hauptleitertreffen, ist mir einfach wieder durch den Kopf gegangen, dass der Text eigentlich wunderbar zu dem Thema passt und der Petrus da das Thema Nachfolge eigentlich ja, lebt und auch schön beschreibt. Wir werden jetzt gemeinsam durch den Text durchgehen, wir werden Abschnitt für Abschnitt ein bisschen anschauen. Dort zuerst ein bisschen in den Text hineingehen und dann uns noch fragen, was könnte das auch für unser Leben bedeuten. Ich habe auch während der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass ich einige falsche Vorstellungen hatte vom Text. Mir ist aufgefallen, dass ich Bilder im Kopf hatte oder Szenen so im Kopf hatte, wo ich das Gefühl hatte, so ist die Geschichte abgelaufen, so sind die Jünger ausgesehen, so hat das Boot ausgesehen, so hat der See ausgesehen. Und ich habe gemerkt, das steht eigentlich gar nicht im Text drin. Dass ihr nicht den gleichen Fehler macht wie ich, werde ich zwischendurch vielleicht noch ein, zwei so Einschübe machen, wo es darum geht, wo wir den Text anschauen und so darum geht, vielleicht mal noch genau anschauen und anlesen und uns nicht falsche Gedanken machen oder etwas in den Text hineininterpretieren, wo gar nicht dort steht. Um den ersten Teil von der Geschichte besser zu verstehen, müssen wir einen Schritt zurück machen und schauen, was vorher passiert ist in der Geschichte. Und zwar ist dort der Jesus mit seinen Jüngern ist am See nachgegangen und dann sind sie dort auf den Berg gekommen. Das Volk ist ihnen hinten nachgegangen und Jesus hat dann das Volk gelehrt, hat dort Wunder getan, er hat Leute geheilt. Wo es dann langsam Abend geworden ist, haben die Jünger das Gefühl gehabt, Jesus soll auch das Volk mal gehen lassen, er soll sie heimschicken, dass sie etwas zu essen finden. Und Jesus hat dann gesagt: Nein, heute machen wir es anders, heute sind ihr Gastgeber, heute sind ihr sie versorgen. Die Jünger haben das nicht ganz verstanden. Jesus hat dann aber die paar Brot und die paar Fische, die sie hatten, vermehrt, sodass es am Schluss für über 5000 Leute gelangt hat. Also die Jünger haben dort vorgängig eigentlich ein riesiges Wunder erlebt. Sie haben mit Jesus zusammen die Vermehrung von diesen Fischen und von diesen Broten erleben. Ich träume immer noch davon, dass ich so ein Wunder auch mal mit Jesus erleben darf. Wenn wir jetzt zum ersten Textabschnitt gehen, ich tue den noch mal kurz vorlesen. Überlegt euch mal in der Zeit, wo ich den vorlese, was könnte das für euch bedeuten oder was nehmt ihr persönlich aus dem mit, bevor ich euch dann mit meinen Gedanken zu bombardiere.
Und zwar lese ich den Abschnitt Vers 24 bis 27. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst! Und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Ja, wenn wir von oben durch den Text durchgehen, als ich da vom Boot gelesen habe, hat es mich Wunder genommen, wie denn so ein Boot überhaupt ausgesehen hat. Ich bin dann mal googeln gegangen und dann habe ich so ein Bild gefunden. Und zwar ist das ein Boot, das irgendwo in den letzten Jahren haben sie vom Grund vom See Genezareth können bergen. Man nimmt an, dass das ein Fischerboot war, das zu den Zeiten von Jesus gelebt hat. wo dort gebraucht worden ist. Und ja, wenn ich mir dann so vorstelle, wie da 12 Leute draufgehackt sind, stelle ich mir das ein bisschen gemütlich und eng vor. Und wenn es dann noch dazu luftet, wird es dann wahrscheinlich eben nicht mehr gemütlich, sondern einfach nur noch eng und schwierig, um das auch dann irgendwie noch ein bisschen zu manövrieren. Ich habe mir auch während der bis jetzt immer vorgestellt gehabt, wo es im Vers 24 steht, sie waren schon weit vom Land entfernt. Habe ich mir auch immer darunter vorgestellt gehabt, dass sie irgendwo mitten im See Genezareth drin gewesen sind. Oder wahrscheinlich habe ich es mir eher so vorgestellt, dass sie irgendwo mitten im Atlantik gewesen sind. Weit und breit kein Land. Aber die neuesten Forschungen gehen eher davon aus, dass sie nicht einmal so weit vom Land weg gewesen sind. Sie sind dort im Norden oben, sind sie dann ein bisschen in den See rausgestochen und dann nördlich Richtung dort wieder an Land gegangen. Wenn wir nochmal einen Schritt weitergehen und den Sturm anschauen. Ich habe mir dort immer vorgestellt, es ist so ein Sturm, richtig heftig, die Jünger haben panische Angst, sie wissen nicht mehr, ja, wo vorne und wo hinten ist, sie sind kurz vor dem Untergehen, das Boot ist zugeflutet. Wenn man aber den Text genau lesen, steht da im Vers 24, das Boot war aber schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm, also dem Boot, entgegen. Also da steht eigentlich nichts von Angst, es steht nichts von grossen Wellen. Und ich nehme an, die Jünger haben zwar vielleicht haben nicht jetzt mega Angst gehabt, sondern sie sind einfach beschäftigt gewesen und mussten schauen, dass der Sturm, ja, dass sie eigentlich durch den Sturm durchkommen und dort das machen. Und ja, ein bisschen begründet tue ich das mit dem, weil in Matthäus 8 ist die zweite Geschichte, wo Jesus einen Sturm stillt. Und in Matthäus 8 steht eigentlich schön ausführlich beschrieben, wie die Jünger Angst hatten, wie das Boot unter Wasser gegangen ist, wie sie kurz vor dem Untergang gewesen sind und nicht mehr ein- und ausgewusst haben. Und weil der Matthäus auch diese Geschichte geschrieben hat, in Matthäus 14 gehe ich eigentlich jetzt davon aus, dass wenn der Matthäus da am anderen Ort schreibt, dann müsste er da, oder würde er das wahrscheinlich da auch schreiben, wenn die Jünger wirklich so panische Angst hatten. Darum nehme ich mal an, die Jünger haben wahrscheinlich gar nicht so Angst vor dem Sturm selber. Sie sind einfach beschäftigt gewesen, sie sind in einer stressigen Situation gewesen. Ich meine, sie sind erfahrene Seeleute gewesen, sie sind, das ist ihres Leben gewesen auf dem See. Und sie haben gewusst, was sie machen müssen, aber sie sind einfach wirklich beschäftigt gewesen mit dem, was sie machen. Wir wissen auch nicht genau, wie stark das der Sturm war. Also es steht jetzt da nicht, dass der Sturm überhaupt nicht stark war oder schon. Das ist so ein Bild, das ich mal gefunden habe. Ich weiß nicht genau, ob jetzt das der Sturm repräsentiert oder nicht. Vielleicht war er stärker, vielleicht auch ein bisschen weniger, ich weiß es nicht. Aber ich habe mir dort einfach immer vorgestellt, dass das ein richtiger Sturm war, wo die Jünger Angst davor hatten. Aber ich glaube, das war eben anders. Ja, weil die Jünger so beschäftigt waren mit dem Sturm, dass sie dort durchkommen, haben sie eigentlich alles andere verdrängt. Sie haben sich auf die Situation konzentriert, sie haben gewusst, sie müssen jetzt da rudern, dann wieder auf dieser Seite rudern, das Gewicht verlagern auf dem Boot, das Boot nicht kentert und so. Und daran haben sie Jesus nicht erwartet gehabt. Wenn ich in einer stressigen Situation bin, dann geht es mir auch ähnlich wie den Jüngern dort. Ich versuche alles möglichst ein bisschen zu verdrängen, dass ich mich auf die aktuelle Situation konzentrieren kann und das möglichst gut lösen kann. Ja, aber als Jesus auf dem Wasser gekommen ist und zu ihnen gegangen ist, sind sie verschrocken, weil sie haben,
Sie haben das Gefühl, es ist ein Gespenst. Sie haben Jesus nicht erwartet. Sie haben sich so mit der aktuellen Situation beschäftigt, dass sie gar nicht weitergedacht haben und auch schon gar nicht ein bisschen zurückgedacht haben, was vorher denn überhaupt passiert ist. Und da ist es wichtig, was sie eigentlich 12 Stunden vorher erlebt haben am Land. Und zwar, wenn ich ihr gesagt habe, ist vorher die Erspeisung von diesen 5000 Leuten gewesen. Also sie haben vorher ein riesen Wunder dürfen erleben mit Jesus zusammen, wo Jesus einfach aus dem Nichts heraus eigentlich Brot zu mehr Brot gemacht hat und Fisch zu mehr Fisch. Und nicht einmal 12 Stunden darauf runter, eigentlich haben sie schon wieder vergessen, dass Jesus übernatürlich übers Wasser laufen kann. Sie haben nicht damit gerechnet, dass Jesus zu ihnen kommt. Sie haben Jesus eigentlich wieder verdrängt aus der Situation heraus. Als ich das so vorbereitet habe, ist mir die Geschichte, oder habe ich das gemerkt, so die Israeliten, die sind eigentlich recht ähnlich gewesen wie die Jünger. Sie haben mit Gott zusammen ein riesen Wunder erlebt. Gott hat ihnen das Meer geteilt, wo sie können durchlaufen können. Er hat ihnen Manna gegeben, der vom Himmel oben runtergefallen ist, wo sie können essen können, jeden Tag. Er hat aus dem Felsen Wasser rausfließen lassen, wo sie können trinken können. Jedoch haben sie einmal darauf runter, immer und immer wieder Gott einfach wieder, vergessen. Sie haben wieder die Situation eigentlich vergessen, was Gott alles bereits für sie getan hat. Und ich habe mir dann immer so vorgestellt, wenn mir so ein Wunder wird passieren, wie die Israeliten hier, also wenn Gott jetzt den Bodensee teilt und ich kann durchlaufen, dann werde ich nie im Leben mehr zweifeln. Ich werde alles wissen und ich werde immer Gott glauben und er ist für mich da und ich werde nie mehr Zweifel haben. Als ich dann aber die Situation von den Jüngern gelesen habe, habe ich so gemerkt, vielleicht bin ich eben gar nicht so viel besser, weil das ist den Israeliten hier passiert. Die Jünger haben 12 Stunden vorher ein riesen Wunder erlebt und dann vergessen sie plötzlich, dass Jesus auf dem Wasser zu ihnen kommen könnte, weil er alles machen kann. Auch ich vergesse immer und immer wieder, was ich überhaupt alles schon mit Jesus erlebt habe. Und die Frage ist auch, was haben die alles schon so mit Jesus erlebt? Ich will gerne 2 Punkte so ein bisschen mit auf den Weg geben. Und zwar das eine ist, versucht euch daran zu erinnern, was Jesus bereits in eurem Leben getan hat. Ich merke bei mir, ich muss mich bewusst daran erinnern, was Jesus schon für mich getan hat, weil sonst vergisst ich das recht schnell, so wie die Jünger und die Israeliten, und dann erwarte ich auch nicht, dass Jesus in meinem Leben wirkt. Das Gute daran, oder etwas, was mich auch beruhigt ist, wenn ich es wieder mal nicht geschafft habe oder wenn ich wieder mal etwas vergessen habe, was Jesus für mich tut, dann weiß ich es, Gott hat mich trotzdem gern, weil die Israeliten haben es nicht geschafft und Gott hat sie nicht aufgegeben und die Jünger haben es auch nicht geschafft und Jesus hat sie nicht aufgegeben. Also, sie haben es nicht geschafft, wenn wir es auch nicht schaffen, Gott verlässt uns nicht, sondern er geht den Weg gleich weiter mit uns. Und der zweite Punkt, für mich der wichtige Punkt ist, rechnen wir mit Gottes Hilfe auch im Stress. Also so wie die Jünger, sie sind so im Stress gewesen, so in dieser Situation innen mit dem Sturm. Sie haben einfach Gott eigentlich verdrängt aus dieser Situation raus. Und rechnen wir damit, dass Jesus und Gott uns hilft, wenn wir im Stress sind? Oder sind wir dann so mit der Situation beschäftigt, dass wir eben dann nicht mehr damit rechnen? So Situationen können Sie beim Arbeiten zum Beispiel, wenn ihr so viel zu tun habt und wisst, okay, ich habe jetzt ein Meeting und ich muss das und das noch vorbereiten für das Meeting. Oder wenn ihr in die Ferien gehen wollt, ihr wisst, der Zug fährt in 10 Minuten und ihr habt noch so eine lange Packliste und müsst alles noch zusammensuchen. Rechnen wir dann mit der Hilfe von Jesus oder sind wir dann einfach nur noch am Zeug zusammensuchen? Weil ich glaube auch genau in diesen Situationen, sind die Situationen, wo man am meisten Hilfe braucht. Darum sollen wir auch dann parat sein, auf Jesus zu schauen und zu erwarten, dass er uns auch in diesen Situationen hilft. Weil vielleicht steht er schon neben uns, wie auf dem Wasser bei den Jüngern. Nur schauen wir nicht zu ihm, sondern wir schauen irgendwo in eine andere Richtung, weil dort unser Material ist, das wir zusammensuchen müssen. Wenn wir weitergehen zum nächsten Abschnitt, zum Vers 28 bis 29. Dort schreibt der Matthäus: Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Wo die Jünger denn Jesus erkannt haben, wo Jesus sich zu zeigen gegeben hat, hat Petrus plötzlich neue Hoffnung geschöpft.
Er hat nicht mehr nur noch die Welle gesehen, nicht nur noch die Situation, die er hatte, sondern er hat plötzlich auch Jesus gesehen und hat dort eine neue Hoffnung geschöpft und eine neue Perspektive bekommen. Ich gebe jetzt euch eine kleine Aufgabe, und zwar diskutieren wir mal das zweite, das dritte, das vierte zusammen, was der Vers 28 könnte bedeuten. Und wir suchen mit der Frage, wieso hätte Petrus eigentlich aufs Wasser raus wollen? Ich gebe euch ein, zwei Minuten und nachher würde ich gerne ein paar Stimmen von euch hören, um zu schauen, ob ich auf etwas Ähnliches gekommen bin wie ihr. Das ist jetzt wieder mal typisch Petrus. Darf er einfach drin reden? Er hat den Beweis wählen, dass es Jesus ist. Eine Aufforderung an Gott, dass er soll helfen bei etwas, was für ihn unmöglich ist. Alle haben Angst gehabt, und Erzhoff war der Erste, der gemerkt hat, das könnte Jesus sein und kommen. Alle haben Angst gehabt, und er war vermutlich der Erste, der gemerkt hat, das könnte Jesus sein. Aber wenn er einen Beweis hat, wäre es ein dumm gewesen, hätte ja auch jemand anderes können gleich befehlen. Wenn er einen Beweis hat, dass es wirklich Jesus ist, dann ist er vielleicht ein bisschen dumm gewesen, weil es kann ja jeder sagen, dass er Jesus ist. Vielleicht hat er gewusst, dass es bei Jesus sicherer ist, wie im Boot innen selber. Vielleicht hat er sich zurückerinnert, das Wunder, das gerade vorher passiert ist, und hat gedacht, jetzt will ich nochmal ein Wunder erleben. Jesus nacheifern und das Gleiche machen, was Jesus auch tut. Ja, vielen Dank für eure vielen Meinungen. Die hätten mir in der Vorbereitung auch geholfen. Nächstes Mal mal zuerst Gottesdienst. Nein, das geht nicht. Ich habe mir so ein bisschen zwei Gruppen von Vorstellungen habe ich mir überlegt. Und zwar, zum einen ist das, was wir auch gehört haben, so ein bisschen, der Petrus hat zu Jesus wollen.
Er wollte Jesus nacheifern und wollte den Weg zu Jesus machen. Und für das hat er halt zwingend ein Wunder gebraucht, weil er nicht selber auf dem Wasser laufen kann. Und das hat er gewusst. Und die andere Seite ist vielleicht so ein bisschen die Seite, er wollte ein Wunder erleben, weil er vorher schon ein Wunder erlebt hat. Und ja, und dann nochmal ein Wunder erleben, das er dann später nochmal erzählen kann und einfach Spass daran haben. So über extrem gesagt. Ich finde, das sind ja doch zwei andere Aussagen, die vielleicht den gleichen Weg gehen, aber es sind zwei andere Motive, die dahinter stecken. Ich glaube, der Petrus hat zu der ersten Gruppe gehört. Also er wollte zu Jesus gehen und Jesus nacheifern. Oder er hat vielleicht auch das Gefühl, Jesus ist, oder bei Jesus ist er sicherer wie auf dem Boot. So genau wissen wir es nicht, wieso dass er das gesagt hat. Er hat sicher, ich weiß es nicht, aber ich denke, er hat auch ein Wunder, er hat wahrscheinlich ein Wunder auch erleben wollen, weil, ich meine, es ist schön, ein Wunder zu erleben. Aber er hat auch gewusst, dass es nicht ohne Jesus geht. Er hat gewusst, er braucht Jesus, oder er muss auch Wunder mit Jesus zusammen erleben, und er kann es nicht alleine erleben. Ja, wir können recht viel aus diesen zwei Versen lernen, finde ich, und auf unser Leben anwenden. Zum einen ist, bitte mir Jesus darum, so wie es der Petrus gemacht hat, um ein Wunder. Der Petrus hat um ein konkretes Wunder gebeten. Er hat nicht gesagt, er hat eigentlich nicht einfach nichts gesagt, so wie die anderen Jünger, sondern er hat Jesus gebeten und gesagt, hey, look, wenn du willst, dann sag du mir, ich soll zu dir kommen übers Wasser. Und er wusste, dass das ein Wunder ist und dass er nicht einfach so übers Wasser laufen kann. Sondern er hat dort Jesus um ein konkretes Wunder gebeten. Folgendes, bitte mir auch Jesus um so Wunder. Bitte mir Jesus darum, dass er etwas Übernatürliches in unserem Leben tut. Oder haben wir Angst davor, Jesus könnte vielleicht Nein sagen? Oder haben wir Angst davor, dass wir könnten scheitern? So wie der Petrus nachher gescheitert ist. Ich denke, wir dürfen mutig zu Gott kommen und die Wunder oder unsere Wünsche auch vor ihm anbringen. Und ich bin so einer, der tut. Ich tue häufig für etwas beten, zum Beispiel, um auch bitten eigentlich. Aber meistens sind es so Sachen, wo ich will sagen, ja, bitte Gott, schau du, dass ich morgen einen schönen Tag habe oder dass, wenn ich morgen arbeiten gehe, dass mir das und das gelingt. Und ich bitte nicht so darum, wie der Petrus, hey, look, wenn du willst, dann gehe ich jetzt auf den Otterberg rauf und singe ein Lied für dich. Und wenn du ja sagst, dann mache ich es, und wenn du nein sagst, dann mache ich es nicht. So, irgendwie so konkrete Wunder bitte ich eigentlich sehr selten. Und ich denke, da darf man wirklich mutig vor Gott kommen und auch mal um so ein Wunder zu bitten. Was aber sehr wichtig ist, ist, der Petrus hat nicht nur um das Wunder gebeten und ist dann gegangen, sondern er hat gewartet, bis Jesus ihm gerufen hat und gesagt hat, komm. Das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob man da kann sagen, vielleicht gegen Petrus seine Impulsivität, aber er hat gewartet, bis Jesus gesagt hat, hey, look, komm zu mir. Und erst dann ist er aus dem Boot rausgegangen. Wenn Jesus gesagt hat, nein, bleib im Boot, dann wäre Petrus wahrscheinlich im Boot geblieben und hätte dort gewartet. Aber Jesus hat gesagt, nein, ist gut, du darfst zu mir kommen. Und so hat er mit Jesus zusammen, oder auf den Befehl von Jesus, hat er das Wunder dürfen erleben. Und wir sollen nicht einfach aus dem Boot raussteigen und hoffen, dass dann Jesus uns hilft. Wir sollen nicht irgendwo hingehen und dann hoffen, dass Jesus uns hilft, sondern wir sollen zuerst Jesus fragen, ist das dein Weg, ist das dein Wille? Und wenn es der Wille ist von Jesus, dann wird er uns auch das Wunder ermöglichen. Und das ist auch gerade nochmal anschliessend an das Thema von gestern, zum Thema Nachfolge, wo wir hatten, für die, die gestern dabei waren. Das ist so ein wunderbares Beispiel, wenn Jesus ruft, wir sollen kommen, dann sollen wir auch gehen, dann sollen wir ihm nachfolgen und das konsequent. Der Petrus hat, als er aus dem Boot rausgestiegen ist, hat er eigentlich seine letzte Möglichkeit verloren, wo ihn am Leben behalten. Er hat gewusst, wenn er das Boot verlässt, dann, wenn Jesus ihm nicht hilft, dann wird er untergehen. Das Boot war eigentlich seine einzige Hoffnung, um noch irgendwie heil an Land zu kommen. Und er hat das Boot verloren für Jesus. Er hat sich nicht irgendwie noch mit einer Hand so ein Boot gehalten, und ist dann irgendwie, keine Ahnung, so, oder mit dem Rettungsseil wahrscheinlich so rausgegangen, dass Fall so untergeht, dass die anderen zurückziehen können, sondern er ist einfach direkt zu Jesus gegangen und hat seinen letzten Rettungsanker verloren. Ich bin einer, der gerne so ein bisschen Pläne schmiedet und gerne auch immer noch einen Plan B und C hat. Aber ich glaube, Jesus' Nachfolge ist auch anders. Ich glaube,
wenn ich mich richtig erinnere, Arnold Schwarzenegger hat einmal gesagt, wer die Energie eigentlich für den Plan B und C investiert, der hat die Energie nicht mehr für den Plan A. Und ich glaube, das ist bei Jesus auch so. Wenn wir eigentlich unsere Energie für alles andere investieren, um noch Absicherung zu haben, dann fehlt uns irgendetwas, um Jesus nachfolgen. Und darum sollen wir alles eigentlich hinter uns lassen und den Weg mit Jesus machen. Wenn wir zum letzten Teil gehen von unserem Abschnitt, dann lesen wir dort noch im Vers 30 bis 32. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Wo denn der Petrus den Blick von Jesus verloren hat, wo er die Welle gesehen hat, hat er angefangen zu sinken. Er hat das Vertrauen verloren auf die Macht, die Jesus hat, auf das Wunder, das er gerade am Erleben ist. Ich meine, keine Ahnung, ich kann mir das schwer vorstellen, irgendwie auf dem Wasser laufen, aber ich meine, das ist ein riesen Wunder, das man erlebt und irgendwie dann plötzlich nicht mehr den Blick auf Jesus zu haben und dann die Welle zu sehen und unterzugehen. Irgendwie hat dann der Petrus das Übernatürliche, plötzlich irgendwie nicht mehr als Übernatürliche geglaubt. Er ist zwar am Erleben gewesen, aber hat angefangen zu zweifeln eigentlich. Und ich stelle mir das immer so vor, wenn wir eigentlich den Blick auf Jesus verlieren, ist das gleich, wie wenn wir mit dem Auto über eine schmale Brücke fahren, wo es links und rechts zwei hohe Mauern hat. Ich meine, alle haben da wahrscheinlich, die schon Auto fahren, haben da in der Fahrschule gelernt, man soll immer auf den Ausgang schauen und nicht auf die Wand links und rechts. Weil wenn wir auf die Wand links und rechts schauen, dann fahren wir wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, aber die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass wir dann in die Wand reinfahren, als wenn wir auf den Ausgang schauen. Wir Menschen tendieren irgendwie immer dazu, dass wir dort hingehen oder hinlaufen, wo wir auch hinschauen. Das heisst, wenn wir eigentlich auf Jesus schauen, dann laufen wir auf Jesus zu. Wenn wir aber weg von Jesus schauen, dann laufen wir irgendwie automatisch auch weg von Jesus. Und an Petrus ist das auch passiert, wenn er die Welle gesehen hat und nicht mehr auf Jesus geschaut hat, ist er automatisch mehr wieder zu dem Weltlichen angekommen und nicht mehr als Übernatürliche geglaubt. Was ich aber sehr vorbildlich finde von Petrus ist, wenn er am Untergehen war, hat ist er nicht einfach gedacht, ja, shit happens, jetzt gehe ich halt unter, sondern er hat wirklich, oder er hat Jesus um Hilfe gebeten. Er hat geschrien, Herr, rette mich. Er hat gewusst, Jesus ist da und Jesus kann ihn retten, weil Jesus alles kann. Und Jesus hat ihn dann nicht einfach untergehen lassen und gesagt, ja, bist selber schuld, du hast ja wollen, sondern Jesus hat ihm geholfen. Jesus hat ihn gepackt am Arm und hat ihn wieder aus dem Wasser rausgezogen. Und die Frage ist so, schreien wir um Hilfe, wenn wir untergehen sind, wenn die Welt um uns zusammenbricht und wir einfach nicht mehr weiter wissen und kein Ein und Aus mehr sehen. Die Hilfe von Jesus, wo wir überkommen, ist vielleicht nicht immer so direkt wie beim Petrus. Bei dem Petrus hat geschrauen und dann ist die Hand da gewesen. Das ist relativ schnell gegangen. Wenn man in den Psalmen aber lesen, oder unter anderem in den Psalmen, wo es relativ viel Hilferuf drin hat, sehen wir dort zum Beispiel, der David ist ein Musterbeispiel für das, finde ich. Er ist früher zum König gesalbt worden, der gesagt hat, ja, du wirst mal König sein, aber dann hat er noch ganz einen langen Weg gehabt, bis er wirklich König geworden ist. Er ist verfolgt worden. Er ist ein paar Mal kurz vor dem Tod gewesen, er ist vertrieben worden und so weiter. Und der David schreibt selber im Psalm 68, 21, wir haben einen Gott, der da hilft und den Herrn, einen Herrn, der vom Tod errettet. Also der David, der nicht die Hilfe nicht gerade sofort bekommen hat, er musste flüchten und es ist nicht einfach alles vor ihm vertrieben oder wieder gut gewesen, schreibt, wir haben einen Gott, der uns hilft. Und ich finde das auch sehr ermutigend. Der beste Teil, finde ich, kommt eigentlich erst jetzt. Und zwar mag ich mich noch relativ genau erinnern, hat Christian Haslewacher in der Krishona-Ferien im 2013 in Kroatien schon mal über den Vers predigen gehabt oder über den Abschnitt. Und seitdem ist mir das im Kopf geblieben. Und ich hoffe, das bleibt euch jetzt auch nachher noch im Kopf, so wie es mir im Kopf geblieben ist. Und zwar steht der beste Teil eigentlich zwischen Vers 31 und 32, meiner Meinung.
Wenn wir Vers 31 lesen, dann steht dort: Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm. Das ist nicht mehr so wichtig. Und dann im Vers 32 steht: Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Also im Vers 31 hat Jesus ihn an der Hand gegriffen und im Vers 32 sind sie dann eigentlich schon ins Boot eingestiegen. Aber irgendwie haben sie eigentlich von dem Ort, wo Jesus ihn gerettet hat, haben sie wieder zurück ins Boot müssen kommen. Also sie sind da hinten, das Boot ist da hinten gewesen und irgendwie haben sie den Weg wieder müssen zurücklegen. Und ich finde das so ein schönes Bild, weil Jesus hat nicht den Petrus irgendwie auf dem Wasser gelassen, sondern der Petrus hat nachher mit Jesus zusammen, Hand in Hand, oder ich weiß nicht genau, wie sie den Weg zurückgelegt haben. Aber er hat den Weg wieder können mit Jesus zurücklegen. Er ist den Weg mit Jesus gegangen, und er hat zusammen mit Jesus noch einmal ein Wunder erleben können, das riesig war. Er konnte noch einmal auf dem Wasser gehen. Er hat mit Jesus das noch einmal erlebt. Ich finde das so etwas Schönes, dass Jesus uns nicht einfach in unserer Situation, wo wir uns vielleicht auch selber reinmanövriert haben oder selber schuld sind, dass wir jetzt da sind oder uns überschätzt haben oder so, sondern Jesus hilft, hat dem Petrus geholfen, er hat ihn aus der Patsche rausgezogen. Und hat dann nicht aber gesagt, hey, schau, lauf alleine zurück, ich warte da, bis du zurück bist. Und wenn du dann nochmal ein Problem hast, dann rufst du nochmal. Sondern er ist mit ihm den Weg zurückgegangen. Und ich finde das schön, dass Jesus uns nicht im Stich lässt, sondern wir zusammen können den Weg gehen. Und so große Wunder erleben mit Jesus zusammen. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, was nehmen wir mit? Und wo in dieser Geschichte stehst du selber persönlich, an welchem Punkt? Bist du eher an dem Punkt, wo du völlig im Stress bist, völlig in der aktuellen Situation und vielleicht einfach mal sollst um dich herum schauen, ist Jesus um dich herum? Ist er dir am Helfen? Oder wäre es dran, um vielleicht Jesus mal um ein Wunder zu bitten und ihm einfach mit ihm zusammen ihn herauszufordern und dich selber dabei herauszufordern lassen und so ein Wunder mit ihm erleben? Oder ist es einfach wieder mal dran, um ansitzen und dir überlegen, was habe ich denn eigentlich alles schon mit Gott erlebt? Ist dran, um ihm um Hilfe zu bitten? Und wenn du am Untergehen bist, oder ist es einfach dran, um vielleicht die Hand, die Jesus dir anstreckt, weil du schon um Hilfe gerufen hast, einfach anzunehmen und dich so von ihm retten zu lassen? Wir werden jetzt ein kurzes Stück haben von längeres einleitiges Lied. Ihr dürft euch in dieser Zeit das noch überlegen, wo steht ihr in dieser Geschichte eigentlich von Petrus, was ist jetzt als nächstes da für euch? Nehmt es auch mit in die nächste Woche und probiert an diesem Punkt auch ein bisschen dran zu arbeiten.